So, meine Parteifreunde, an alle, die noch an der CDU festhalten. Ich habe hier gerade eine ganz freche E-Mail von Laschet bekommen, wo er sagt, erst das Land, dann die Partei, dann die Person. Also ich dachte, wir kriegen jetzt eine E-Mail, alle von der CDU, wo er ganz klar uns bestätigt, wir haben verstanden, wir gehen geschlossen in die Opposition und werden uns in 4 Jahren neu präsentieren, weil Deutschland das so wünscht. Ja? Und nicht erst das Land, dann die Partei, das habt ihr seit 2015 komplett gegen die Wand gefahren. Also kompletter Realitätsverlust von Laschet. Also ich wünsche mir, dass die CDU sich komplett neu aufstellt und alle CDU-Mitglieder den neuen Parteivorsitzenden wählt. Nicht ein kleiner Kreis, sondern alle, die in der CDU Mitglied sind, sollen angeschrieben werden. Und dann können die entscheiden, wer der neue Parteivorsitzende wird. Auf gar keinen Fall. Das wäre absolut wieder ein Stillstand, wenn der neue Parteivorsitzende eventuell Spahn, Ziemiak, Brinkhaus und so weiter heißen würde. Das wäre Stillstand. Das wäre null Fortschritt. Der Einzige, der da oben stehen kann und der sich beweisen kann, wäre Friedrich Merz. Mit ein komplettes, neues, motiviertes, ehrliches, kompetentes Team. Das würde ich mir wünschen. Aber nicht hier diesen Müll von Laschet. Eine Frechheit, der hat es immer noch nie verstanden. Der lebt immer noch komplett an der Realität vorbei. Alle aufwachen.